Der Kirchhoff sagt, wenn man es macht, sollte man es wenigstens richtig machen. Ja, hallo, mein Name ist Christoph. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, genau, ja. Da muss man einen Moment drüber nachdenken. Also es geht jetzt hier nicht um einen Porno, ne? Also es geht... Ich denke, man muss an der Stelle muss man sozusagen durch das Nadelöhr gehen, dass man sagt... den Kulturimpuls, der damit zusammenhängt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Sparen wird nicht reicher, sondern reicher wird man das Investieren. Auf jeden Fall wird hier die Schlossmanufaktur renoviert. Dass der Chef der Deutschen Bank im Jahr 10 oder mehr Millionen kassiert und der dort den Salat wäscht, vielleicht 1100 oder sowas. Also mich wundert auch immer tagtäglich. 1788, 1787, 1786, 1785. Und ich denke, das hat auch sehr, sehr viel mit den Menschen mit zu tun. Wirklich gestalten kann ich nur dann, wenn der Staat nicht hingeht und mich schützen will vor Ausbeutung. Wirklich frei kann ich nur dann sein, wenn ich nicht gezwungen bin, erstmal meine Grundlage zu erarbeiten. Und darum sind die Kronen ein Symbol fürs Grundeinkommen, weil man sagt, okay, du bist der König, du bist der Souverän, du sollst die Freiheit haben und du brauchst ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit du diese Freiheit hast. Das geschieht auch beim Arbeitnehmer so, das geschieht natürlich auch beim Investor so und das geschieht auch beim Anleger so, der geht nämlich in die Bank und sagt, Grundsicherung, Grundsicherung, Grundsicherung. Allen ging es um die Verbindung von Natur und Menschenrechten, um Vernunft und Selbstbestimmung. Der Figaro wurde in Frankreich zur Symbolfigur eines Mannes, der zwar ohnmächtig, aber im Bewusstsein seiner natürlichen Rechte aufsässig ist und sich in freier Rede mit Witz und Verstand gegen die adlige Übermacht durchsetzt. Was jammert das Volk? Wenn es kein Brot hat, dann soll es doch Kuchen essen. Ich bin zwar völlig anderer Meinung als Sie, aber ich werde mich dafür totschlagen lassen, dass Sie Ihre Meinung sagen dürfen. Systematisch ergänzt sie die Erklärung der Menschenrechte Artikel für Artikel um das, was die Männer vergessen hatten, die Rechte der Frauen. Weil ich kann da eh nichts machen, hat meine Mutter mir immer gesagt, man kann eins mal eh nichts machen. Da spielt die Musik. Das ist der Mittelpunkt des Unternehmens. Es ist gut, die Stimme abzugeben. Es ist aber noch besser, sie selbst zu erheben und zu nutzen. Und als Mutter mit Kindern, das ist mein
Dass man Denkirrtümer bei anderen leichter beobachten kann wie bei sich selbst. Das ist das Problem. Ja, alle Menschen.